Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Part mit dem Ghost. Hallo. Hallo. Schönen Bund. Gut. Wir verkaufen Import-Export-Autos und zwar wollen wir den Stealing am Anfang gehen. Ist Oberklasse, Oberklasse. Osiris, den habe ich am Schluss geholt. Pfälzer 770 Alpha. Komm, machen wir die Reihe nach, okay? Ja. Also machen wir einzeln, hä? Ja, müssten schon fast hin. Ja. Können eigentlich zu zweit machen, aber dann kommen wieder Spieler, die mit dem Oppressor anfangen. Was muss ich jetzt hier noch einstellen? Einfach alles. Also ich Provision, also Privat, Ausstellungsraum, Fachhändler. Das teuerste, oder? Fachhändler. Peilsender entfernen. Nummernschild. Lackierung. Leistungsverbesserung. Hier ein schöner Spoiler hin. Das ist schon reservebereit, ist auch schon. Jetzt mache ich den Motorhaube. Mache ich Rallye-Scheinwerfer dran. So. Und Reifen mache ich Lowride. So. Gut. Also, ich bin bereit. Na, willst du fahren? Okay. Ist ein Lobby, glaube ich. Also ist leer. Ja. Aber hast du den Schutz? Ich kann einen Dropboard drauf machen. Der hat nämlich eine schwere Störung für mich, deshalb möchte ich das schon gerne das so abgeben, dass es nicht kaputt geht. Die Störung ist. Aha, deshalb, ja. Einfach killen. Schön aufhalten. Ja, genau. Wie blind, der einfach so im Graben war. Du bist ja noch. Manchmal sieht man die Fahrzeuge echt nicht gut in der Dunkelheit. Das ist eben im Video doch auch ein bisschen heller. Habe ich noch eingestellt. Aber ich sehe kaum was. Das ist extrem. Kann man schön ein bisschen rasen, das ist doch viel besser. Wie angenehm. Aber GTA ist auch so gemacht, dass es recht nervig ist. Dass immer wieder angezeigt wird, oh, das Auto muss dorthin oder ja, der tut gerade eine Lieferung machen. Oh, cool, Oppressor, weil die haben keine Eier sonst. Und dann einfach von weitem mit Zielsuchraketen abknallen. Ich finde das sowas von lächerlich. Aber ohne machen sie es nichts. Also ich hatte jetzt zwei. Ja, als ob die jetzt mit einem Barrage kommen, Alter, weil Ja, ich habe mit jetzt gerade Schlüsselbänder. hier auch recht schnelle Autos, die mich ein bisschen verfolgen. Alter, seit wann kommen die mit einem Barrage? Seitdem sie die haben. Ja, aber das Ja, brauchst jetzt du überhaupt nicht so. fertig, jetzt knall ich da mal ein bisschen. Jetzt knall ich ja, aber. Ich glaube, das geht irgendwie nicht so gut. Ich habe das Gefühl. Ja, ich kann nichts machen. Ich konnte nichts machen, die haben mich eingequetscht. Ich kann nicht schießen, weil, ja, er kann nicht um die Ecke schauen. Ich kann nicht losfahren, weil sie mich einquetschen. Und er rutscht die ganze Zeit. Wieso rutscht so ein Fahrzeug die Scheiße, ich hab ganze kein Ohr Zeit? drauf. Ja, gut, Was wollte ich macht er fahren? mit diesem Fahrzeug? Oder du? Ja. Passt. Fahr du. Fahr du. Oder so. Ich habe Probleme mit solchen Steuerungen, die immer rutschen. Ich bin ja auch der gute Schütze. So schieße ich nicht, was ist denn los? Ah, siehst du, schlecht. Schlechte. Boah, schon 25.000 verloren.
Wie der gerutscht ist. Ey, wie fahren die, Alter? Sind die Diener? Ja, alle werden. Junge. Ich glaube, es leckt. Dass die KI einfach so feiert, wenn es leckt. Ja. Immer in die entfernteste Villa des Kontinents, der Insel. Ja, Weinberg-Villa natürlich. Oh Gott. Prima, so kommen sie nicht nach. Dann habe ich abgeschossen, ja, oder einfach einmal getroffen. Das ist ja nicht. Ui, das ist Spaß. Dachte ich noch, es kommt eine große Welle oder so. Ah, ne, ab hier ist alles geschlossen gemacht. Ah, das schlimmste Alter haben wir geschafft. Ja, 100.000, wow. Die Mission lohnt sich auch nicht. Es lohnt sich kaum eine Mission. Naja. Da steht, du hast deine Fahrzeuglieferung erledigt. Guck mir mal an, ey. Das, für das ist es. Haben blaues Auge, glaube ich. Ups. Well done, Apple. Gute Arbeit. Hallo. Nein. Niemand anrufen, bitte. Wir könnten dann auch noch die Dinge weitermachen, die Casino-Mission, aber erst wenn die Server ein bisschen besser ist. Oh. Ich habe so schön gebremst, aber er. Bang! Und dann bist du so weggeschleudert. So richtig. Feste. War doch eine feste Kollision. Ja, ein bisschen anpassen an die Fahrwege, die Missionen, dann mehr geben. Rockstar, keine Lust. Dieser Heimweg, das ist schön. Wie das Auto schon aussieht. Hast du deinen Dingens? Barty diese maximale Tuning-Fähigkeit gewählt, oder? Also Barty habe ich nicht aufgerüstet. Nee, also von den Fahrzeugen, die wir kaufen. Was wir gemacht haben. Kannst du ja wahrscheinlich schon Barty R 180, ja. Hä? Oder welche? Also ich weiß jetzt nicht, was du noch aufrüsten kannst. Nee, also guck mal, wir haben ja gerade diese Mission gemacht, ne? Ja. Ja. Und da kannst du ja erst aufrüsten, das Auto. Ja, es ist schon alles Maximum aufgerüstet gewesen. Also die Spoiler, also das optische Tuning war Maximum. Wow. Als wenn es gewesen wäre. Ich mache jetzt auch immer Maximum. Also ich mache schon immer Maximum. Aber optisch, also Farben und so jetzt nicht. Um. Ja gut, dann schon wieder teleportieren. Ich verstehe. Keine Lust mehr. So. Jetzt geht's einige Zeit wahrscheinlich. Also wir könnten die anderen Sachen machen, Lagerhaus. Mal den 7
Hast du schon? Es wurden keine Käufe gefunden. Ja, da muss jetzt. Ja, 16 Minuten 22 da oben steht's. Sammlung. Oh, yeah. And here's the special collections page. Clients pay extra to buy a full collection at once. If something we got could be included in one, soll ich eine Sammlung exportieren? No image means we don't got it. Ja, you gotta wait for Sekiro serve to send you after one. Halt. Or hope you run into another crew taking it back. Also müssen wir warten, 16 Minuten. Ja, dann machen wir jetzt gerade noch ein bisschen Casino oder so zeigen. Mal probieren, ob es geht. Magst du auch mal irgendwas so ein Auto kaufen hier? Bei diesem Import-Export-DLC da? Also jetzt möchte ich jetzt momentan auch wieder ein bisschen Geld verdienen. Ich habe jetzt wieder schon wieder gehabt. Jetzt habe ich irgendwie 4 Autos hintereinander gekauft. Jetzt müssen wir da nach oben rennen, ey. Toll. Ja, ich kaufe dann alles eigentlich, wenn ich dann das Gamepad habe. Aber leider erst am 22. habe ich dann die Möglichkeit, das zu sagen mit der Kreditkarte. Mal endlich hätte es gemacht wird. Dass die Kreditkarte jetzt auch wieder vollumfänglich ist. Und dann kann ich mir das Gamepad nachholen. Also ich denke, ja, direkt die Mission starten. Glücksrad mache ich dann im nächsten Part. Ja, Glücksrad mache ich jetzt mal ein paar Tage alleine, weil ich möchte jetzt nicht allzu viele Videos spammen. Spam ist es ja nicht, aber für einen Durchschnitts-YouTuber ist es halt schon ein bisschen zu viel. Da kommen die Zuschauer gar nicht so nach oder wollen gar nicht so nachkommen. Das ist das Problem. Also wenn ihr, ja, wenn ihr Lust aufbieten könntet, ja, aber scheinbar schon beschäftigt. Scheiße. Und ja, Livestream kommt wahrscheinlich eher so Wochenende als jeden Tag, das bringt es einfach nicht. Bin ja auch nicht ganz so motiviert, wenn man nur zuschaut. Oder 3 oder 4 reichen halt auch noch nicht ganz so. Es ist einfach ein bisschen mehr los ist in den Livestreams. Es ist ein paar Spiele mitspielen und dann mache ich Livestreams wirklich aktiv. So, mal gucken, ob ich den Wagen ziehe heute. Den, wie heißt denn der Wagen? Der neue kenne ich. Ah, der ja, dieses der beim Night Live, der sie dabei war. Stinger. Ich glaube, das ist das Ding. Toll, ey. Kannst du am Tag drehen, ja, super. Ja, ich muss jetzt auch bis 17 Uhr warten. Das ist irgendwie 16.30 Uhr, was ist jetzt zur Zeit? Ich wurde aber raus teleportiert. Ah. Also, ich schau mal kurz, ob ich drehen kann. Sonst gehen wir, eine Mission hin. Ja, kannst du auch nur am Tag einmal. Also probieren wir das mit dem AB. Wieso redet ihr so laut? NPCs haben ein bisschen zu viel Vakuum. Sie bringen das raus, was in ihrem Kopf steht. Einmal ist Ente, einmal ist E, einmal ist B, einmal ist F. Nicht. Schwierigkeitsgrad schwer. Kannst du ihn bestätigen? Du bist schon drin? Ah, schon eingeladen, okay. Also. Was? Du wurdest eingeladen von mir. Zu einer Mission. Okay, meine Freunde, die geht ja 5 spielen. Ah, jetzt. Das ist wieder das Hackprogramm weg. Also, bist drin, hä? Ich habe auf schwer gestellt und jetzt können wir beginnen. Ah, mach mal ein bisschen nach der Moral. Ah,
Here they are. Hey, I'm so glad you came. So I presume you've read some of the bad press we are getting or heard the news. Yes, ich kann es nicht überspringen. Aber ich möchte die erste Mission nochmal machen. Schwer. My team and I are doing our best, but we have to be vigilant. Jetzt haben wir sicher dann die Auswahl, wenn wir das Penthouse machen müssen. Eyes left. Watch that guy. We don't. Not anymore. We cannot afford any additional lawsuits. Well, our acquaintances here look innocuous enough. And from what I understand, they can handle themselves. So how about we take a little tour and deal with any miscreants? Miscreant. Interesting word. Very. What would you like me to call the assholes the Duggins pay to start fights? Whatever you like. But stop them as soon as you can. And next time, how about not letting them in? My friends, shall God we is a good perambulate around the campus? Before you go, anyone for a little champagne? God, give me strength. Qualität ist ein bisschen gesunken mit den DLCs. Ah, der bleibt hier. Okay. Follow me. Ah, der kommt mit mir. Uns mit. Been happening all week. Und social media film hier. Is starting to take notice. Looks clear over here. Let's head over to the main floor. Ja, Auto Aim. Disorderly conduct blemishes our reputation, and we pride ourselves on our reputation, and it could put us out of business entirely. Oh fuck. Ja, da kommt schon. Noch mehr. Oh, da wird schnell. Voll auf die Zehen. Das ist mal eine Mission ohne Waffe. Nur Schlägerei. Praktisch. Oh. Ich wollte ihn nicht wegnehmen, aber wenn er automatisch dann noch weiter schlägt. Also im Schlag sich nicht dreht. Ah, das kenne ich. In einer Zwischensequenz aus dem Trailer. Ja, sicher. Oh, wie einfach das einfach wirklich irgendwo ist, ne? Digga, aber. Aber Filmrequisiten gehen ja immer ganz schnell kaputt, also kein Problem. Ach, Digga, ey, wir sind vorbei. Hin teleportieren und dann wird er dann geklaut. Ach komm, Alter, jetzt hab ich verpasst. Wo sind meine Waffen, ey? Hab ihn. Yeah. Unfair, wie komisch, aber. Ist doch viel besser. Ich würde gerne ohne Mods spielen, aber du musst natürlich. Damit's aber klappt. Da kommt noch einer. Das ist eine Schrotte. Das ist der einzige. Kompaktgewehr. Da ist noch einer. Den Wagen habe ich jetzt mal gewonnen. Boah, sind die dicke. Die sind vom Müll gepunzelt. Und jetzt hilft Axe im Kassel. Du musst Axe also lassen, immer aufgesammelt. Guten Tag, geht's gut? Ja. Diese Sonntagsfahrer. Geben Sie mal ein bisschen Gas da vorne. Das Motorrad möchte ich eigentlich auch. Ganz nicht so schön. What an das war die Mission. Thank you. Thank you for your help. Well done. I think we managed to quell the importunate uprising, madam. Well done, Vincent. Any ideas? I imagine it was someone who wishes to besmirch the ganz cool bei Vice City, da waren die Missionen immer so inszeniert, also da hattest du irgendwelche Crashs und so in der Nähe. I want to talk to you about the mindfulness and exercise director's position. Not right now. I'm kind of busy. You're too busy to discuss health and well-being? Call guest services, sir. Make an appointment. Very amusing. Do I look like I make appointments, bro? I am the appointment! Yeah, Beck. Anyway, next. Thank you. Again, I hope I don't have to ask Becky for your assistance, but I fear I shall. Oh, so lovely.
Es ist so wirklich unsympathisch, dass er schon fast weh tut, wenn er in der Nähe ist. Wie ein Kaktus. 15.000, die ich nicht brauche. Ja. Mal wieder. Aber Hauptsache das Freispiel. Aber der Wagen später, der ist cool. So ein gepanzerter Ding. Das drin. Motorrad war mega, wie eine Schiene auf der Straße. Das ist richtig cool. Und schön abgefedert. Wo wir da runtergesprungen sind ab diesem Ding. Ja, einfach vor dem Casino. Da hatte ich einfach gar nichts gemerkt, dass ich gelandet bin. Ich bin einfach so dazwischen, zwischen der Absperrung und dem Berg, so richtig hängen geblieben. Ich stich zuerst auf der Seite wieder raus. Ja, genau, laden. Rockstar. Wird gelauncht. Oh, Schnee. Aber der Ladekasten ist orange. Auszeichnung Casino, groß, reine machen, 800 Euro. Hm. Stop that. Stop that snow. Warte, bist du schon in dem gespawnt, oder? Ja. Ich nicht, Casino. Alter, super. Ja, ich bleibe im Casino ein bisschen. Ey, das ist Gut Hack, Noob Hacker, let me drive. Wahrscheinlich fährt einer mit einem anderen, der im Schnee nicht so klar kommt. Aber schönen Schnee hast du. Erik ist doch mein Freund, der war doch mein Freund, oder nicht? Ja, klar, Erik, der ist auch wieder einmal dabei gewesen. Und der andere Penne ist online. Ja, da hat auch nur eine 5. Die sind irgendwie im Lounge oder so und warten, bis jemand online ist. Crash me. Ah. So, mal schauen, ob's geht. Oh, ich seh jetzt mal hier einer. Hallo, nicht hängen bleiben. Okay. Genau, nicht. Ja, dann machen wir den nächsten Part und die nächste Mission. Jupp. Mal gucken. Momentan ist kein Buchstaben irgendwo. Wahrscheinlich im Penthouse jetzt die nächste Mission. Genau. Dankeschön fürs Zusehen und ja. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal, wenn ihr Lust habt. Tschüss.